Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Goodie Box. Wenn dich also interessiert, was ich in meiner Goodie Box erhalten habe, dann bleib doch einfach dran. So, in meinem letzten und ersten Goodie Box Unboxing, da war ich ja gar nicht zufrieden. Weil da ein Produkt fehlte, weil da die Produktbroschüre fehlte, wo die ganzen Produkte aufgelistet waren. Und vielleicht war ich einer der Nachzügler, der die letzte Box geordert hat und die Leute haben die schnell mal reingepackt und alles vergessen, was da drin fehlte. Genau, und jetzt habe ich schon mal so ein bisschen reingelinst, weil ich einfach mal gucken wollte, ob ich die Box jetzt wirklich vorrecherchieren muss, weil da eben kein Produktflyer drin ist. Und es ist tatsächlich so, dass da ein Flyer reingehört. ein Produktbroschüre, und wo ich dann alles ablesen kann, was da drin enthalten ist. Das konnte ich nämlich beim letzten Mal nicht und das Ganze hat das, ich war halt sehr gestresst und musste mir halt die Mühe machen, das Ganze aus dem Internet rauszuholen, die Preise rauszusuchen. Und das bin ich von Boxen nicht gewohnt, ja, ne? Deswegen hier nochmal eine zweite Chance für die Goodie Box. Hat sie verdient, weil die Produkte waren in der letzten Box eigentlich sehr gut. Ja, also die waren sehr hochwertig, der Wert der Box war richtig toll. Und jetzt legen wir einfach mal los mit dem Unboxing für die Goodie Box für diesen Monat. Kommt wie gewohnt in einem Schuber, finde ich ganz toll. Und dann dieses Mal in schwarz und mit dieser tollen Applikation, beziehungsweise mit diesem tollen Design. Das Ganze schiebe ich jetzt mal auf und es ist auch eingepackt in Seidenpapier und hier oben drüber lagen dann noch zwei Coupons, einmal für Rituals 5 Euro Rabatt und ein 10% Gutschein für einen dänischen Adventskalender. Und Wally and Wirth hört sich gut an, aus Dänemark, Nordic Weingums. Ach so, das sind Gummibärchen. Wahrscheinlich. Ohne Gelatine und so weiter. Okay, werde ich mir mal näher anschauen. So, das Thema dieser Goodie Box, The Myself Zone Box. Also, meine Zone, die eigene persönliche Zone, die einem noch bleibt als Mutter. Und das ist das Unboxing der Goodie Box. Ich öffne mal die Box. Und ich muss sagen, ich finde die Produkte echt mega. Ja, also in der letzten Box waren eigentlich nur Full-Size-Produkte drin von Firmen, die ich nicht kannte. Doch, einmal eine kannte ich schon, aber so war ich eigentlich relativ zufrieden. Und jetzt, wenn ich mir diese Box anschaue, von Rituals. ich bin ein großer Fan von Rituals. Ich liebe diese Rituals-Düfte. Und was springt mir hier entgegen? Rituals. Ich glaube, ich werde die Box nochmal kommen lassen. Und zwar ist das ein Badeschaum. The Ritual of Holy, Holy. Ja, ein Duschschaum, genau, ein Duschschaum. Als Kinder hätten wir uns so sehr gewünscht, aber vielleicht lieben wir es genau deshalb jetzt noch viel mehr. macht ein Duscherlebnis zum Spaßbaden mit dem Playable Foam von Rituals. Aus der Kombination von Flamingo Flower und Pink Grapefruit entsteht eine perfekt duftende rosa Wolke, welche dir ein einzigartig seidenweiches Hautgefühl verleiht. Tob dich aus und werde unter der Dusche wieder zum King. Sehr schön. Sehr schön. Ich würde da gerne ganz schnuppern. Kann man daran schnuppern, aber dann kommen mir das Ding entgegen wahrscheinlich, ne? Ah, komm, mach mal. Oder? Ja, ich habe das mal hier auf diesem Taschentuch
Oh, aufgesprüht, das ist ja cool. Ich werde mal wieder hier das Kind rauslassen in mir, aus mir. Habe ich zwar schon dreimal, aber ich meine jetzt so, na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das muss ich euch zeigen. Das ist, und es duftet richtig toll. Ja, ne, nach rosa halt. Richtig schön. So, ich bin jetzt mal näher dran gekommen. Und zwar ist das der Schaum. Und wenn ich den jetzt hier drauf sprühe, oder machen wir mal so, ne? So. Hier drauf sprühe, dann machen wir das mal hier. Dann kommt mir der Schaum entgegen. Und der ist so schön fluffig. Und wenn der natürlich mit Wasser in Verbindung kommt, ja, ergibt das wahrscheinlich einen wunderschönen ein wunderschönes Duscherlebnis. Der Preis, genau. Haben wir den Preis hier? Ja, die Preise stehen da sogar drin. Und zwar kostet es 7,90 €. Oh, als nächstes habe ich das hier. Und zwar ist das La Rosé Regenerating Stick Mask. Was ist das denn? Wir lieben eine pflegende Tonmaske, könnte aber auf das Chaos beim Auftragen verzichten. Kein Problem mit dem handlichen Maskestick. Das ist ja cool. Trag deine Maske ganz einfach und ebenmäßig auf, ohne deine Hände schmutzig zu machen. Bestehend aus weißem Ton und Kieselerde regeneriert, stimuliert und heilt dieses Produkt deine Haut und hinterlässt einen Wow. Deine Haut sieht atemberaubend aus. Glow. Ah. Einfach auf die trockene Haut auftragen, 5 Minuten einwirken lassen und mit lauwarmem Wasser ausspülen. Ja, das finde ich auch mal wieder interessant, was ganz Neues. Ich mache da mal eben auf. Ich komme mal eben rüber. Also, das ist quasi der Stick. Und wenn man es aufmacht, jetzt ist eine Schutzhülle oben drüber. Aber ich denke mal, wenn man hier unten dreht, wird die Schutzhülle nach oben gedrückt, beziehungsweise hier oben könnte auch eine Öffnung sein. Nee, ist keine Öffnung, oder? Ja, keine Ahnung. Irgendwie wird das rauskommen. Auf jeden Fall. Ja, und dann geht man hin. Und dann geht man hin, trägt das auf sein Gesicht auf, ja. Und lässt es dann 5 Minuten einwirken. 5 Minuten war das. Und kann es dann mit lauwarmem Wasser ja, auch abspülen. Finde ich richtig cool. Ich bin begeistert. Der Preis wäre 16,90 €. So, was haben wir denn noch? Ein Nagellack. Und zwar ist das von der Firma Emite Make-up. Emite Make-up. Und ja, Emite Cosmetics. Das ist ein Nagellack. Und ja, ich denke mal, ein ganz normaler Farblack soll ziemlich schnell trocknen und langanhaltend sein. Ja, da werde ich mal schauen. Die Farbe ist auch sehr alltagstauglich. Also es ist keine Farbe, die niemandem stehen würde. Finde ich auch gut, dass sie so eine Farbe ausgesucht haben und nicht etwas Knalligeres, was vielleicht manche nicht tragen mögen. Der Preis wäre 17 €. Okay. Dann haben wir hier ein Mint oder Mint Sponge. Moshi Moshi Mint. Ein Cognac Sponge mit Kollagen. Gib deiner Reinigungsroutine einen extra Kick mit diesem Mint oder ja, Mint Sponge. Erhebt die Haut sanft und verleiht dir einen natürlichen Glanz. Weiche den Schwamm für 3 bis 5 Minuten im warmen Wasser ein, massiere dein Gesicht und Körper damit und verwende es bei Belieben mit deiner Lieblingsseife. Anschließend ausspülen und zum Trocknen aufhängen. Der Preis wäre 14 €. Ich kenne schon die Gesichtssponge vom DM zum Beispiel.
Und ich finde die nicht schlecht. Also wenn man die wirklich richtig anwendet, dann machen die einen tollen, ja, dann zaubern die einen tollen, ein tolles Reinigungserlebnis. Genau. Und wenn dann noch mit Kollagen gefüllt ist, super. Dann habe ich hier eine Pinzette, wird es sein, von der Firma Nire Beauty. Kostet 16 Euro und ja, ich denke mal, das ist dann ein ganz normaler Tweezer, also eine ganz normale Pinzette. Sieht auch sehr hübsch aus. Ja, es ist ein Rose Gold und kann ich auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Und als letztes Goodie, was dabei war, sind Weingummis von dieser Firma, Nordic Wine Gums, Wally and Wiz, eine dänische Firma. Da war ja auch dieser Gutschein jetzt hier mit drin. Genau, und das waren die Produkte. Die Box ist leer, das Design ist auch überall. Guck mal, das ist doch nicht schön. Sehr schön. Ja. Ich werde diese Box auf jeden Fall weiter behalten. Die ist richtig, richtig toll. Den Gesamtwert der Box werde ich euch hier irgendwo einblenden. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Im Vergleich zum letzten Mal, da war ich so ein bisschen verärgert, weil ich halt im Stress war. Aber dieses Mal alles entschuldigt. Ich finde mega. Ich finde sie mega. Alle weiteren Informationen über die Goodie Box findest du unten. Kann ich euch alles verlinken, wie ihr da hinkommt. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.